Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
وذلل الناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا تكملوا العده ولا تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Die Übersetzung dieses Verses lautet: Der Monat Ramazan ist der, in welchem der heilige Koran herabgesandt wurde, eine Weisung für die Menschheit, deutliche Beweise der Führung und göttliche Zeichen. Wer also da ist von euch in diesem Monat, der möge ihn durchfasten, ebenso viele andere Tage aber. Wer krank oder auf Reisen ist, Allah wünscht euch Erleichterung und wünscht euch keine Beschwernis, und dass ihr die Zahl der Tage erfüllen und Allah preisen möget dafür, dass er euch richtig geführt hat, und dass ihr dankbar sein möget. In diesem Vers betont Allah der Allmächtige die Bedeutung des Monats Ramazans, dass der heilige Koran in diesem Monat herabgesandt wurde, als Weisung für die Menschen. In diesem Buch hat Allah, der Allmächtige, sämtliche Angelegenheiten und Weisungen erwähnt. Er hat darin alle Wege aufgezeigt, auf denen der Mensch zu Allah finden kann, und er hat darin vor dem Pfad des Teufels gewarnt. Er hat darin über aktuelle und zukünftige Angelegenheiten aufgeklärt und vor ihren Gefahren gewarnt. Er hat darin die Wege gezeigt, wie man sich vor diesen Gefahren schützen kann, und den Pfad im Kampf gegen den Atheismus aufgezeigt. Er hat darin vor dem Schirk gewarnt und Methoden aufgezeigt, um sich vor ihm zu schützen. Jegliche Angelegenheiten, die vorhanden sind, aus vergangenen Zeiten waren oder noch kommen werden, wurden alle im Heiligen Koran behandelt, um die Bindung zu Allah zu stärken und auf dem Pfad der Rechtleitung zu bleiben. All diese Wege wurden in diesem letzten und vollkommenen Schriat, also Gesetz, erwähnt. Glücklich sind diejenigen, die dieses großartige Buch zu einem Leitfaden für ihr Leben machen, danach handeln und sowohl ihr Diesseits als auch ihr Jenseits bereichern. Wenn man an der Wahrheit festhält und sie festigt, so erfährt man die Liebe Allahs zu seinen Dienern. Das ist die Bedeutung des Monats Ramazan, in dem Allah das vollkommene Gesetz auf uns herabgesandt hat. In diesem Buch wurden uns die Verpflichtungen des Fastens und die Möglichkeiten der Anbetung gelehrt. Wenn wir lediglich glauben, dass der Monat Ramazan dazu da ist, das Fasten zu verpflichten und den heiligen Koran herabzusenden, so wäre dies nicht genugtuend. Wir müssen tiefes Verständnis für diese vollkommene Weisung erlangen und sie zu einem Leitfaden für unser Leben machen. Als Ahmadis sind wir glückselig, dass uns dieses Verständnis durch den wahren Diener des heiligen Propheten, dem verheißenen Messias und verheißenen Mahdi, mitgeteilt wurde.
Hierfür ist es notwendig, dass wir die Bücher und Exegesen des verheißten Messias studieren, damit wir dieses großartige Werk und die Weisung darin, die Rechtleitung darin verstehend handeln können. Morgen ist auch der Tag des verheißten Messias, an dem wir regelmäßig Programme veranstalten und gemäß der Prophezeiung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und dem Versprechen Allahs über den verheißten Messias, so sprechen wir an diesem Tag darüber und halten Reden. Doch bis hierhin ist der Fortschritt des Glaubens noch nicht ausreichend. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam hat uns einen Schatz anhand des heiligen Koran hinterlassen. Es ist äußerst wichtig, dass wir ihn lesen, demnach handeln und ihn zu einem Bestandteil unseres Lebens machen. Und dies kann unser Glaube nicht vollkommen werden. Der verheißene Messias alaihi salam hat uns das Verständnis vermittelt, dass Allah, der Allmächtige, unter seinem Attribut der Rahmaniyat, also der Gnade, ein großartiges Buch wie den heiligen Koran auf den heiligen Propheten herabgesandt hat und uns damit seine Gnade erwiesen hat. Es ist nun unsere Aufgabe, davon zu profitieren und es zu einem Bestandteil unseres Lebens zu machen. Wir müssen uns besonders darauf fokussieren. Das Fasten allein im Monat Ramadan oder das regelmäßige Gebet zu verrichten oder einige freiwillige Gebete zu verrichten, reicht nicht aus, um das Recht des Ramadan zu erfüllen. Vielmehr ist es äußerst wichtig, den heiligen Koran zu lesen, nach seinen Geboten zu suchen und dementsprechend zu handeln. Es ist ebenso wichtig, die Gebote des heiligen Koran herauszusuchen. Dies ist von großer Bedeutung. Denn genau das befähigt uns, von der Manifestation der göttlichen Eigenschaft der Rahmaniyat, also der Gnade, und auch von der Manifestation der Eigenschaft des Rahmiyat, also der Barmherzigkeit, zu profitieren. Der verheißene Messias hat uns zahlreiche Anleitungen und Schriften hinterlassen, um ein Verständnis über den heiligen Koran zu erlangen und von seinen Segnungen zu profitieren. Wenn wir diese lesen und entsprechend handeln, so werden wir tatsächlich vom heiligen Koran Nutzen ziehen. Davon werde ich ein paar der Zitate auch nun vorlesen. Aber davor möchte ich zu der Wichtigkeit der Rezitation des Heiligen Koran noch einmal gesagt haben, dass dies auch äußerst wichtig ist. Insbesondere im Ramadan sollte jeder Einzelne dies tun. Mindestens ein Sipara, also ein Teil täglich, sollte jeder rezitieren, damit man im Ramadan den Heiligen Koran einmal komplett durchgelesen hat. Hazrat Gabriel ging im Ramadan mit dem heiligen Propheten einmal den gesamten Koran, bis dahin offenbarten Teil des heiligen Koran, komplett durch. Und im letzten Jahr wiederholte er den kompletten Koran mit ihm gleich zweimal. Daher sollte sich jeder Einzelne die Wichtigkeit der Rezitation des heiligen Koran auch vor Augen halten. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt, Bezug nehmend auf diesen Vers, Shahru Ramazan allazi unzila fihi al-Quran. Der Monat Ramazan ist der, in dem der heilige Koran entsandt wurde. Der Vers des Messias sagt, dieser eine Satz ist es, durch den die Großartigkeit des Monats Ramazan erkannt wird. Das heißt, es ist ein so großartiger Monat, dass darin ein so großartiges Buch herabgesandt wurde. Weiter sagt der verheißene Messias,
Die Sufis haben geschrieben, dass dieser Monat für die Erleuchtung der Herzen ein vorzüglicher Monat ist. Zum Erleuchten des Herzens, um Gott näher zu kommen, ist es ein äußerst vorzüglicher Monat. Vielfach kommt es darin zu Visionen und Offenbarungen. Das rituelle Gebet läutert das Selbst des Menschen und das Saum, also das Fasten, macht das Herz zugänglich für göttliche Manifestationen. Mit der Erläuterung des Selbst ist gemeint, dass man eine Distanz zu den Verlangen und den Gelüsten des triebhaften Ichs, also Nafs al-Amara, erzielt, sich von den schlechten Gedanken und sündhaften Gedanken, die im Herz aufkommen, zu distanzieren. Und mit der göttlichen Manifestation im Herzen ist gemeint, dass die Tür zu Visionen sich öffnet, sodass man Gott sieht. Dadurch erhält man die Nähe Gottes. Der Vers des Messias sagt weiter, so ist im Vers Unzila fil Koran, auf Deutsch, darin wurde der Koran entsandt, genau dieser Hinweis, hierin ist kein Zweifel. Das heißt, dass das Handeln gemäß des heiligen Koran gepaart mit den Gottesdiensten zu diesem Rang führt. Dann sagt der Vers des Messias an einer Stelle, auf das Lesen und Verstehen des heiligen Koran aufmerksam machend, ich habe über das Wort Koran nachgedacht. Dann öffnete sich mir, dass in diesem gesegneten Wort eine herausragende Prophezeiung steckt. Und zwar, dass genau dieser Koran, was wörtlich bedeutet, des Lesens würdige Buch, in einem späteren Zeitalter würdig sein, noch öfter gelesen zu werden, wenn nämlich dieses Buch andere Bücher zum Lesen beigesellt werden. Um jetzt die Ehre des Islam zu retten und Widerlegungsversuche zu ersticken, wird dieses eine Buch des Lesens würdig sein und die anderen Bücher aufgegeben werden müssen. Er sagt weiter, auch Furqan bedeutet, dass genau dieses Buch zwischen Wahrheit und Falschheit entscheiden könne. Und kein Hadith-Buch oder irgendein anderes Buch wird die gleiche Stellung oder den gleichen Rang haben. Lasst nun alle Bücher liegen und lest Tag und Nacht nur das Buch Gottes, den Heiligen Koran. Äußerst glaubenslos ist die Person, die sich nicht dem Heiligen Koran zukehrt und Tag und Nacht nur an anderen Büchern hängt. Unsere Gemeinde sollte sich in der Auseinandersetzung mit und Nachsehen über den Heiligen Koran mit Herz und Seele vertiefen und die Auseinandersetzung mit den Ahadith sein lassen. Es ist sehr bedauernswerter Zustand, dass der Heilige Koran nicht so beachtet und gegenseitig unterrichtet wird wie die Ahadith. Nehmt in dieser Zeit die Waffe des Heiligen Koran in die Hand, so werdet ihr siegreich sein. Vor diesem Licht wird keine Finsternis standhalten können. Ich sage, dass dies die eine Waffe ist, die nützlich ist und für immer nützlich sein wird. Noch früher, im ersten Jahrhundert, war dies die eine Waffe, die sich in der Hand des Führers des Universums, dem Propheten Muhammad s.a.w. und den Gefährten befand. Glückwunsch und tausendfacher Glückwunsch an jenes Volk, das sich dieses Buch angenommen hat und nicht gezögert und geschwankt hat, dieses einzige Buch als Vermögen ihres Glaubens zu erklären, das voller Enthusiasmus und Freude nach vorne trat, um diesen Furqan und dieses Licht zu akzeptieren. Diesen Punkt ausführend, dass der Heilige Koran in einer Zeit der echten Notwendigkeit herabgesandt wurde, sagt der Vers Messias al-Assad-Uslam. Das Zeitalter, in dem der heilige Prophet s.a.w. erschien, wies einen solchen Zustand auf, der dringend einen großen himmlischen Reformer und spirituellen Führer benötigte und dass die Lehren, die er brachte, sicherlich wahr waren und alle Bedürfnisse der Zeit erfüllten und alle Anforderungen der Zeit umfassten. So wirksam und kraftvoll war seine Lehre, dass Hunderttausende zur Wahrheit hingezogen wurden. Und die Worte des heiligen Koran, La ilaha illallah, es gibt niemanden, der der Anbetung würdig ist aus Allah, wurden in ihre Herzen eingraviert. Der höchste Zweck des Prophetentums, nämlich die Vermittlung von Lehren,
die zur Erlösung führen, wurde durch den heiligen Propheten vollkommen erfüllt. Das ist weit mehr als das, was ein anderer Prophet je erreicht hat. So ist das letzte gesetzgebende Buch und kam zu einer solchen Zeit, in der der Zustand danach gefragt hat und hat dann hunderttausende Herzen gereinigt und tut es selbst heute noch. Wer davon profitieren möchte, soll davon Nutze ziehen. Der Heilige Koran führt das Wissen sowie die Praxis ebenfalls zur Perfektion. Das sind nicht nur leere Worte. Vielmehr bezeugen die bis heutigen Taten der frommen Muslime eben dies. Demnach sagte der verheißene Messias, der Erster zusammen dazu, behält euch im Kopf, diejenigen, die allein auf Vernunft vertrauen und dabei Mangel an Wissen, Erkenntnis und Gewissheit zeigen, kommen ebenfalls in Bezug auf Taten, Loyalität und Aufrichtigkeit zu kurz. Die Gemeinschaft dieser Menschen hat bisher kein Beispiel hervorgebracht, das belegt, dass sie ebenso wie Millionen von Heiligen loyal und von Gott angenommen sind. Nämlich diejenigen, deren Segnungen sich derart der Welt offenbart haben, dass durch ihre Predigten, Gebete, Meditationen und gute Gesellschaft tausende Menschen erleuchtet und gottesfürchtig wurden. Sie beugten sich derart vor ihrem Herrn, dass sie nichts über die Welt und was zu bitten hat, scherten. Und indem sie sich gänzlich von den Genüssen, Annehmlichkeiten, Freuden, Ruhm, Stolz, Vermögen und Ländereien dieser Welt abkehrten, auf jenen Weg dieser Wahrheit begaben, der das Leben von Hunderten von ihnen kostete. In ihnen erweckte sich die Leidenschaft der Opferbereitschaft für den Dienst an den Glauben, um Allahs Willen, dem Allmächtigen, wachte die Leidenschaft der Treue und Opferbereitschaft auf. Er sagt weiter, es hat Menschenleben gekostet, Tausende wurden geköpft, die Erde nässte sich durch das Blut von Hunderttausenden von Heiligen. Trotz all dieser Herausforderungen haben sie ihre Aufrichtigkeit so deutlich unter Beweis gestellt, dass sie sogar in Fesseln lachten, Freude in ihrem Leid fanden, dankbar für ihre Prüfung waren, aus ihrer Heimat verbannt wurden, von Respektierten zu Erniedrigten wurden, Ärger mit Leichtigkeit ertrugen, den Verlust ihres Vermögens akzeptierten, Einsamkeit und Freundlosigkeit in ihren Beziehungen ertrugen und durch das Vergießen ihres Blutes ihre Enthauptungen und die Opferung ihres Lebens ihren Glauben an Gott besiegelten. Durch die wahrhaftige Befolgung der Worte Gottes haben sich die besonderen Lichter in ihnen entwickelt, die außer ihnen in niemanden niemals vorzufinden waren. Solche Menschen gab es nicht nur in früheren Zeiten, vielmehr wird diese auserwählte Gemeinschaft stets unter den Muslimen geboren und machte stets durch ihre erleuchteten Wesen ihre Feinde mundtot. Demnach haben wir unser Ultimatum an die Gegner dadurch bereits erfüllt, dass wie der Heilige Koran die Stufen des Wissens zur Perfektion führt, die Perfektion der Stufen der Praxis ebenfalls durch ihn erlangt werden. Die Lichter und Zeichen der Annahme der Einheit Gottes haben sich stets in solchen Menschen offenbart. Offenbart sich jetzt auch bei denen, die diese reinen Worte Gottes befolgen. Wenn ihr also in wahrer Natur ihn befolgt, werden diese Stufen erlangt. In anderen werden diese in keinem Fall offenbart. Für den Sucher der Wahrheit ist dieses Argument genügend, dass er durch seine eigenen Augen wahrnehmen kann, nämlich, dass himmlische Segnungen und die Zeichen des Herrn in den vollkommenen Befolgern des Heiligen Koran vorzufinden sind. Wenn ihr also Zeichen sehen wollt, sind diese in den vollkommenen Befolgen des Heiligen Koran vorzufinden. Alle anderen Gruppen, die frei von der wahren und reinen Offenbarung sind, unter anderem die Brahmen, die Arier, die Christen, haben keinen Anteil an diesem Licht der Wahrheit. Dementsprechend, um jeden Leugner zufriedenstellen zu können, stehen wir dafür gerade, vorausgesetzt, dass jemand aus reinem Herzen den Islam bereit ist anzunehmen, und mit ganzem Willen, Standhaftigkeit, Geduld und Wahrhaftigkeit dieses Leid auf sich nimmt.
Das heißt, jemand, der mit aufrichtigem Herzen zu dieser Rechtleitung kommt, dessen Kräfte des Wissens und Taten werden sich stärken. Das ist der Anspruch des Heiligen Koran. Und zu diesem Anspruch sagte der verheißte Messias, dass ich ihn dir erklären werde. Komm, verstehe ihn und lerne ihn von mir, so wie ich ihn lehre. An einer Stelle sagt der verheißte Messias, was ein großes Unrecht ist es, dass ein materialistisches Volk nachgeahmt wird, indem man die Prinzipien des Islam verlässt, den Koran verlässt, der die Wilden zu Menschen und Menschen zu gottesfürchtigen Menschen machte. Diejenigen, die das Wohlwollen für den Islam durch die Orientierung am Westen haben. Das heißt, sie denken, dass der Westen ja einen großartigen Fortschritt erzielt haben und ihn als ihren Führer machen wollen und sich an den Westen orientieren, können sie nicht erfolgreich werden. Erfolgreich werden diejenigen sein, die dem Heiligen Koran folgen. Es gibt einen weltlichen und einen religiösen Erfolg, so wie der Erfolg im Jenseits. Weltliche Menschen hoffen nur auf weltlichen Erfolg. Wenn man jedoch Erfolg jeder Art erlangen möchte, wird er im Heiligen Koran zu finden sein. Der verheißte Messias sagt, ohne den Koran Erfolg zu erlangen, ist ein unmögliches Unterfangen. Ein solcher Erfolg existiert lediglich in der Theorie, auf der Suche sich diese Menschen befinden. Behaltet die Beispiele der Gefährten vor euch. Schaut, als sie den Gesandten Gottes Sallam Folge leisteten und ihren Glauben vor der Welt stellten, erfüllten sich alle Versprechen, die Allah ihnen gab. Anfangs spotteten noch die Gegner, dass wir uns nicht frei bewegen können. Und dabei noch königliche Ansprüche erheben. Also, dass wir im Verstecken sprechen und dabei sagen, dass wir zu Königen werden. Doch wir haben im Gehorsam zum Heiligen Propheten Sassam das erlangt, das seit Jahrhunderten ihnen nicht gegeben wurde. Sie liebten den Heiligen Koran und den Heiligen Propheten und bemühten sich Tag und Nacht in seiner Gefolgschaft zu bleiben. In ihrem Gehorsam war nicht aufgrund von Traditionen oder um den Leuten es zu zeigen, die Kuffar waren. Sie haben alles hinter sich gelassen. Solange der Islam sich in diesem Zustand befand, fand sich der Islam im Zustand der Blüte und Aufschwungs. Das Geheimnis davon war, Khudadari Chegamdari. In Deutsch, wenn du Gott hast, welcher Kummer bleibt dir denn noch? Der Schlüssel für die Siege und Erfolge der Muslime war der Glaube. Heute gibt es nicht dieses Niveau an Glauben, sondern lediglich leere Worte. Doch wenn man all dies erreichen möchte, so muss man den Glauben stärken. Der verheißte Messias sagt, wie viele Truppen mussten sich gegen Salahuddin zusammentun? Also es gibt das Beispiel des Königs Salahuddin, gegen den sich mehrere Armeen vereinigten. Doch niemand konnte ihn letztlich bezwingen. Seine Absicht war der Dienst an den Islam. Kurzum, für eine lange Zeit blieb es so, doch als die Könige in Ausschweifung und Sittenlosigkeit verfielen, entfachte der Zorn Allahs. Er begann eine stetige Dekadenz, die ihr heute noch sehen könnt. Wir sind das Heilmittel gegen diese Krankheit, welches für die Krankheit, also die Schwäche des Islam, beschrieben wird. Unseres Erachtens ist diese Behandlung, die auf dieser Diagnose beruhen wird, noch viel gefährlicher und schädlicher. Die Diagnose, die sie ausführen, lautet, dass man der westlichen Welt nachahmen solle. Wenn man sich entwickeln möchte, so solle man sich die westlichen Wissenschaften aneignen. Ja, eignet euch sie an, aber nehmt den Koran als Wegweiser. Der Versmissier sagt, solange die Muslime nicht zum Koran zurückkehren, kann sich in ihnen nicht dieser Glaube entwickeln und sie können nicht genesen. Ehre und Aufschwung wird nur über den Weg kommen, über den auch zuvor gekommen war. Der Fortschritt im Glauben, Praxis, wird nicht kommen, wenn man weltlichen Personen folgt, sondern erst, wenn man dem Heiligen Koran folgt. Dann schreibt der verheißte Messias über die fehlende Aufmerksamkeit und Zuneigung der Muslime gegenüber dem Koran mit großem Schmerz. Allah hat den heiligen Propheten Sallam entsendet. Er hat vor der Welt einen solchen Gott präsentiert, den das menschliche Bewusstsein und die Natur fordert. Die vollkommene Erklärung ist im wahren Buch Gottes, nämlich dem heiligen Koran.
Ich werde nun jene, der falsche Messias sagt, ich werde nun jene, die keine Muslime sind, beiseite tun, über jene Menschen etwas sage, die Muslime sind. Ya Rabbi, inna komi ittakhazu hazal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, inna komi ittakhazu hazal Qur'ana mahjura. Das heißt, oh mein Herr, mein Volk hat wirklich diesen Koran von sich gewiesen. Bedenket, der Koran ist die wahre Quelle der Segnungen und Erlösung. Es ist der eigene Fehler jener Menschen, dass sie den Koran nicht folgen. Unter jenen, die diesem Koran nicht folgen, sind jene, die gar nicht daran glauben und es nicht als das Wort Gottes betrachten. Diese Menschen sind sehr fern. Nur jene, die glauben, dass dies die Worte Gottes sind und ein heilendes Rezept für die Erlösung ist, wenn selbst diese Menschen nicht danach handeln, ist es äußerst verwunderlich und bedauernswert. Unter ihnen gibt es einige, die ihr ganzes Leben nicht gelesen haben. Solche Menschen, die das Wort Gottes so unachtsam und gleichgültig behandeln, ihr Beispiel ist wie das Beispiel eines Mannes, der weiß, dass eine Quelle äußerst rein ist, süß ist und ein Gegengift und Heilmittel für viele Krankheiten ist. Darüber besitzt er Gewissheit. Und trotz dieses Wissens und trotz dessen, dass er durstig ist und sehr viele Krankheiten hat, geht er nicht zu dieser Quelle. Es ist eine solche Wasserquelle, die auch den Durst stillt und heilend ist, doch er geht nicht dahin. Sehr unglückselig ist er. Der Vers im Sir sagt, wie unglückselig und ignorant ist dieser Mensch. Er sollte sich eigentlich auf diese Quelle stürzen und sich von seinem wohlschmeckenden und heilenden Wasser satt trinken. Doch trotz der Kenntnis davon ist er genauso weit entfernt von der Quelle wie jener, der keine Kenntnisse über diese Quelle hat. Der Vers im Sir sagt, er bleibt so lange von ihr entfernt, bis der Tod ihn einholt. Manche werden vom Tod eingeholt, doch davor haben sie dem Heiligen Koran keine Aufmerksamkeit gewidmet. Der Zustand dieses Mannes dient als warnendes Exempel und Lektion. Der Zustand der Muslime heutzutage ist ebenso einer. Sie wissen, dass der Schlüssel ihres gesamten Erfolges und Fortschritts im Heiligen Koran liegt, den wir umsetzen möchten, aber nein, sie kümmern sich nicht einmal darum. Ein Mann, der mit äußerstem Mitgefühl und Wohlwollen und nicht nur Mitgefühl, sondern gemäß der Anordnung und Weisung Gottes hierzu aufruft, wird als Lügner und Dajjal bezeichnet. Kann der Zustand dieses Volkes noch bemitleidenswert sein? Also der falsche Messias, der von Gott entsendet wurde, um die Lehre des Heiligen Koran in der heutigen Zeit zu verbreiten, wird als Lügner, Schwindler, Betrüger bezeichnet. In der Verfolgung nehmen sie immer mehr zu. Kann also der Zustand solcher Leute noch bemitleidenswerter sein, als er schon ist? Er sagt weiter, die Muslime sollten, und dies gilt für sie auch jetzt, dass sie diese Quelle als etwas sehr Großartiges erachten und schätzen. Wertschätzung liegt darin, dass sie danach handeln. Dann werden sie sehen, wie Allah ihre Probleme und Schwierigkeiten beseitigt. Würden die Muslime doch verstehen und nachdenken, dass Allah für sie einen frommen Weg erschaffen hat und sie ihn beschreitend sich bereichern sollen. Der falsche Messias sagte, bedenkt und seid euch gewiss, jener, der mit wahrem Herzen an Allah glaubt und sein reines Buch befolgt und dem heiligen Propheten zusammen gehorcht, mit Allah wird ihm unendlich viele Segnungen zuteil. Ihm werden solche Segnungen zuteil, welche unendlich größer sind als die Segnungen dieser Welt. Eine davon ist das Verzeihen der Sünde, also die Sünden werden verziehen. Wenn er, also der Mensch, zu Gott zurückkehrt und mit Reue umkehrt, so vergibt Allah seine Sünden. Andere Menschen haben von dieser Segnung überhaupt keine Ahnung, weil sie gar nicht daran glauben, dass durch Reue die Sünden vergeben werden können. Manche von ihnen glauben sogar, was auch immer passieren mag, sie müssten zwangsläufig in der Spirale der Seelenwanderung gefangen bleiben. Was von manchen Hindus auch die Glaubensansicht ist und dass keine Vergebung möglich ist. Wer gemäß dem Glauben der Christen einmal an das Sühnopfer Jesu glaubt
und danach nochmals sündigt, den kann auch die Kreuzigung von Jesus nicht mehr helfen, weil Jesus nicht ein zweites Mal ans Kreuz gehangen wird. Deshalb ist deutlich, dass für diese beiden Anhänger die Vergebung, Erlösung versiegelt ist, denn das Begehen der Sünde kann nicht aufhören. Das passiert ja immer wieder. Der Mensch leistet sich nun mal Verfehlungen. Wenn er sich nicht dankbar gegenüber einer Segnung Allahs zeigt, ist das auch eine Sünde. Oder auch wenn er es vernachlässigt, ist das eine Sünde. Muss er für diese Sünden auch immer wieder die Seelenwanderung durchlaufen, beziehungsweise muss Jesus nochmal gekreuzigt werden? Aus diesem Grund bleibt einem nichts, als völlig verzweifelt zu sein. Das heißt, in anderen Religionen, wenn es immer wieder zu Sünden kommt, dann herrscht nur Verzweiflung, da es kein Mittel zur Vergebung gibt. Denn Muslimen hat Allah nicht diese Lehre gelehrt. Ihnen steht die Tür zur Tauba, also zur Reue, jederzeit offen. Und wenn sich der Mensch an ihn wendet, seine vergangenen Sünden bekennt und ihn um Verzeihung bittet, und wenn er sich für die Zukunft fest vornimmt, gute Taten zu vollziehen, dann wird Allah ihm vergeben. Daher sage ich, höret aufmerksam auf meine Worte, damit es nicht dazu kommt, dass diese Worte sich nur auf eure Ohren begrenzen und ihr keinen Nutzen daraus zieht, weil diese Sachen nicht auch eure Herzen erreichen. Das heißt, höret deshalb auf diese Sachen und lasset diese auf eure Herzen erreichen und lasset sie nicht nur bis zu den Ohren erreichen. Der Versmessier sagt, nein, höret meinen Worten mit voller Aufmerksamkeit zu und gebietet ihnen Platz im Herzen und zeiget mit euren Taten, dass ihr sie nicht nur flüchtig gehört habt und die Wirkung sich nicht nur auf den jetzigen Moment beschränkt, sondern sie eine sehr tiefreichende Wirkung hinterlassen haben. Die Umsetzung bedeutet nicht, dass man nur hier sitzt und der Freitagsansprache zuhört, sondern später auch danach umsetzt. Und die Umsetzung ist nicht anders, als dass man den Heiligen Koran liest, sich dies im Ramadan zur Gewohnheit macht und dann zu einem dauerhaften Bestandteil des Lebens macht und dann nach der Lehre der Koran handelt. Den Ahmadis wird vorgeworfen, dass sie Gott bewahren, den Koran verzerrt haben. In Pakistan werden auf dieser Grundlage falsche Verfahren gegen Ahmadis von den Maulvis eingeleitet. Dazu werde ich schlichtweg den verheißenen Messias zitieren. Er sagt, der Heilige Koran ist das himmlische Gesetz und das Mittel zur Erlösung. Wenn wir darin Verdrehung, Verfälschung vornehmen, dann ist das eine schwere Sünde. Es wäre merkwürdig, wenn wir Juden und Christen denselben Vorwurf machen, aber im Gegenzug dasselbe mit dem Heiligen Koran machen. Es macht mich noch trauriger und verwundert mich, dass jene Christen, deren Bücher fürwahr verdreht und geändert wurden, versuchen, das Gegenteil zu beweisen, während wir uns mit dem Thema der Verzerrung des Koran rumschlagen. Das heißt, dass die Anhänger der früheren Schriften, deren Schriften tatsächlich verfälscht sind, worden sind, und sie behaupten, dass dies nicht der Fall sei. Aber wir, die Muslime, erlauben selbst durch bestimmte Handlungen und Aussagen solche Verzerrungen. Der Versmessier sagt, schaut, derjenige, der eine Lüge erdichtet, ist niederträchtig und schädlich. Ihr meint, dass Ahmadis den Text verzehren würden, aber ihr könnt hier sehen, wie der Vers Messias seinen Standpunkt erklärt. Sagt, der eine Lüge erdichtet, ist niederträchtig und schädlich, und im Wort Gottes Verdrehungen und Ändern vorzunehmen, ist ebenfalls das Erdichten von Lügen. Daher nehmt euch vor Acht, unsere Lehre ist, dass wir uns vor jeglicher Art von Verzerrung des Koran schützen. Und jemand, der dies tut, ist niederträchtig und schädlich. Daher sollten die Leute, die uns dies vorwerfen, darüber nachdenken, ob es denn wirklich sein kann, dass wir durch Verzerrung und Änderung des Koran bereit wären, zu den schädlichen und niederträchtigen Menschen zu werden. Was sagt der verheißene Messias darüber, dass der Heilige Koran vollkommenes Buch ist? Sagt, ich habe mit Leib und Seele dem Dienst des Korans, den Geboten des Koran und der heiligen Religion von Hazrat Muhammad s.a.w. verschrieben. Ich habe mich diesem Weg mit ganzem Herzen hingegeben und bin vollkommen davon überzeugt, dass ohne den Koran, welches das vollkommene, vollständige und endgültige Buch ist, ohne das, ohne der völligen Gehorsamkeit gegenüber diesem Buch und der Befolgung des heiligen Propheten s.a.w., Erlösung gar nicht erst möglich ist. Jeder, der den Koran auch nur ein geringfügig verändert oder der Gehorsam gegenüber dem heiligen Propheten verweigert, den sehe ich als einen Ungläubigen und Abtrünnigen. Das sind die Antworten auf alle Vorwürfe, die uns übergestellt werden. Dann sagte er, dass der Weg zur Erlösung und Licht aus der Lehre des Koran entspringen.
Der Fassim Sir sagt, dass es kein anderes Buch gibt, das dieses Licht und Rechtleitung bieten kann. Er sagt, der wahre Führer ist der Heilige Koran und seine Führung erhält den Weg zur Erlösung schon in dieser Welt und führt zum höchsten Glück. Derjenige, der in dieser Welt blinder ist, wird auch im Jenseits ein Blinder sein und vom Wege am weitesten abgeirrt sein. Man kana fi haselama, fa fi al-akhiratilama. Der feiste Messias, der Lester zusammen sagt, man kana fi haselama, fa al-akhiratif, wa huwa fi al-akhiratilama. Zalu sabila. Derjenige, der sich auf die Suche nach den wahren Erkenntnissen macht und voll bemüht und sich nicht nur im Gesagten und Gehörten verfängt, diesem wird deutlich, dass es nur einen Weg zur Erlangung innerlicher, spiritueller Segnungen gibt. Und das ist die Befolgung des Heiligen Propheten, und dass man die Lehre des Heiligen Koran zu seinem Lehrer und zu seinem Wegweiser macht. Der Feist Messias hat hier einige Wörter benutzt. Der Mensch soll sein Bestes tun, und so wie der Feist Messias in dieser Quelle die arabischen Wörter benutzt, nämlich Gila und Gala, also nicht nur hinter den Überlieferungen und Aussagen verstrickt sein, dem wird klar werden, dass der einzige Weg zur Erlangung innerer spiritueller Segnungen die Befolgung des Heiligen Propheten und das Befolgen der Gebote des Korans ist. Weiter sagt der Feist Messias, genau dies ist der Grund, dass obwohl es unter Hindus und Christen viele Leute gibt, die in spirituellen Übungen und Yoga sich dermaßen anstrengen, wodurch ihre Körper austrocknen und sie Jahre in den Wäldern verbringen und extreme körperliche Übungen durchführen, es sind sehr heftige Anstrengungen, die sie auf sich nehmen, und sich von jederlei Vergnügungen komplett enthalten, aber dennoch werden ihnen die speziellen Erleuchtungen nicht zuteil, welche den Muslimen trotz geringer spiritueller körperlicher Übungen und Ablehnung des Zölibats zuteil werden. Diese speziellen Erleuchtungen werden ihnen nicht zuteil, aber wenn sie nach dem Koran handeln, dann erhält man es. Der Feist Messias Assam sagte, daher ist klar ersichtlich, dass der gerade Weg derjenige ist, den der Heilige Koran lehrt. Zweifellos ist es wahr, dass wenn jemand aufrichtige Reue zeigt und dann auch nur 10 Tage sich den Tätigkeiten widmet, die den Zweck des Koran erfüllen, er sehen wird, wie Licht auf sein Herz herabsteigt. Dieses Charakteristikum der islamischen Religion ist nichts Ungeprüftes, nicht ohne Prüfung zu erlangen. Es ist also nicht nur bloße Behauptung. Vielmehr haben Hunderte nach innerer Reinheit Trachtenden durch diese Methode Segen und Nutzen erlangt. Es gibt unzählige von Menschen, die auf diese Weise gehandelt haben und Segen erlangt haben. Es ist keine leere Behauptung, sondern diejenigen, die so gehandelt haben, haben den Segen erlangt. Hunderte und Tausende von Beispielen existieren dafür. Daher sollten auch wir stärker als zuvor unsere Aufmerksamkeit in diese Richtung lenken und auch unseren Nachkommen die Wichtigkeit davon bewusst machen. Bezüglich der Tatsache, dass Menschen keinen wahren Glauben an Gott haben, sondern vielmehr nur äußerlich betrachtet den Glauben bekunden, in einem schwachen Zustand sind, sprach er unter Berücksichtigung der menschlichen Psychologie, und er gab diesen Beweis im Lichte der Lehren des Heiligen Koran, der Feiste Messias, al-Islam, sagte demnach, O Freunde, die Ursache dafür, dass die Menschen keine Angst vor Sünden haben, ist, dass der gleichgültige Mensch weder an Gott noch an seine Strafe glaubt. Denn ansonsten ist der Mensch in seiner Natur feige. Das heißt, der Mensch ist von seinem Wesen her eigentlich sehr feige. In einem Haus unter einem Dach, er gibt hier ein Beispiel, der Feist Messias, schaut, wenn einige Leute in einem Haus unter einem Dach sitzen und plötzlich ein starkes Erdbeben kommt, rennen sie alle nach draußen. Der Grund dafür ist ihre Gewissheit darüber, dass sie sterben werden, wenn sie noch ein paar Minuten länger unter dem Dach sitzen bleiben. Das Dach wird einstürzen, aber weil diejenigen, die sündigen, weder Gewissheit über Gott noch seine Strafe haben, begehen sie ihre Sünden furchtlos und mutig. Weißt du, was ihr sagt? Diejenigen, die erlogene und erfundene Wege der Erlösung suchen, werden so umso mutiger in Bezug auf das Sündigen, denn ein falscher Weg gewährt keine Gewissheit.
Aber jene Person, die diese absolute Gewissheit hat, die einen festen Glauben erlangt, dass es tatsächlich Gott gibt und dass der Sünder tatsächlich Gott nicht ungestraft bleiben wird, da wird vorausgesetzt, dass es eine absolute Gewissheit und nicht nur angestammtes oder tradiertes Wissen ist, der wird sicher dich von den Wegen der Sünde schützen. Dies ist die wahre Philosophie der Erlösung, die der Heilige Koran uns offenbart hat. Wenn ihr wollt, dann akzeptiert es. Also befolgen Sie den Befehl Gottes, versuchen Sie im Glauben an ihm vollkommen zu sein, dann gibt es Erlösung, sonst wird es schwierig werden. Der verehrte Messias Lassa zusammen sagt, glücklich sind diejenigen, die für Gott gegen ihr Ego kämpfen. Unglücklich hingegen sind diejenigen, die für ihr Ego gegen Gott kämpfen und sich ihm nicht anpassen. Wer die Befehle Gottes für sein eigenes Ego abwendet, wird niemals in den Himmel gelangen. Also bemüht euch. Das bedeutet, dass jede Person die Nähe Allahs nicht erreichen kann. Also bemüht euch, dass auch nicht ein einziger Punkt oder Fakt des Heiligen Koran gegen euch bezeugt, damit ihr nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werdet. Denn selbst ein winziges Übel kann eine Strafe nach sich ziehen. Die Zeit ist knapp und die zu verrichtende Arbeit im Leben noch nicht zu sehen. Schreitet schnellen Schrittes, denn der Abend rückt näher. Schaut immer wieder darauf, was ihr vorlegen wollt, damit nicht zurückbleibt und Schaden zur Folge hat. Oder nicht, dass es sich dabei um dreckige oder gefälschte, fehlerhafte Güter handelt, die nicht würdig sind, am königlichen Hof präsentiert zu werden. Möge Allah uns helfen, die Lehren des Heiligen Koran in ihrer wahren Bedeutung zu verstehen und dem gemäß zu handeln. Mögen wir immer Allah dankbar sein und von der Rechtleitung profitieren, die er uns gegeben hat. Möge Allah unseren Glauben, unsere Gewissheit und unsere Ehrfurcht vor ihm vermehren. Mögen wir nicht nur im Ramsan, sondern immer gemäß den Lehren des Koran leben. Wenn das der Fall wird, dann können wir tatsächlich von uns behaupten, dass wir uns bemüht haben, das Recht des Bets zum verheißenen Messias erfüllt zu haben, der im Dienst des Heiligen Propheten zusammen für die Wiedergeburt des Islam gesandt wurde. Der vor allem gesandt wurde, um das Flug der Herrschaft des Heiligen Koran über uns zu legen. Möge Allah uns auch in diesem Ramsan und danach die Gnade gewähren, von den Lehren des Koran zu profitieren. Denken Sie in Ihren Gebeten auch an die Palästinenser. Abgesehen vom Krieg verlieren Kinder und Unschuldige ihr Leben durch Hunger und Krankheit. Nun sagen sogar die UN-Organisationen, dass dies eine vom Menschen verursachte Hungersnot und Katastrophe ist, die durch die Härte und Sturheit der israelischen Regierung verursacht wurde. Wenn sich die Wege öffnen und Hilfe bald eintrifft, kann sich die Situation noch verbessern. Beten Sie auch für das Volk des Sudan, möge Allah ihren Führern und Machthabern Vernunft geben. Auch dort sterben Menschen an Hunger und Krankheit. Und ihre eigenen Landsleute begehen Ungerechtigkeiten gegen ihre eigenen Mitbürger. Das alles geschieht, weil sie den Lehren des Koran vergessen haben und sie schweigen, denjenigen zu akzeptieren, der von Allah in dieser Zeit gesandt wurde. Ähnlich ist die Lage in vielen anderen muslimischen Ländern. Dort ist die Situation auch sehr schmerzlich. Die Regierungen üben Unrecht gegenüber ihren Bürgern aus und die Menschen kämpfen untereinander. Möge Allah ihnen Barmherzigkeit erweisen. Unsere Ahmadi-Gefangenen Pakistan sollten in unseren Gebeten nicht vergessen werden. Beten Sie auch für die Gefangenen Jemen. Beten Sie auch für die allgemeine Lage in Pakistan. Möge Allah die Ahmadis dort beschützen. Nach dem Gebet werde ich die Totengebete einiger Verstorbener leiten. Ihre gedenke ich nun. Die erste Erwähnung ist von Herrn Dr. Zahiruddin Mansur Ahmed aus Amerika, der in den letzten Tagen verstorben ist. Er war der Sohn von Saibzadi Amdurashid Biram und Herrn Mir Abdurrahim Sahab. Mütterlicherseits war er der Urenkel des verheißten Messias und von Hazrat Hakim Molvi Nuddin Sahab, Khalifatul Muslim I. Rizatul Anho. Und er war der Enkelsohn von Hazrat Muslim Rizatul Anho.
Väterlicherseits war er der Enkelsohn von Hazrat Professor Ali Ahmad Sabri Zitalanho und einem Gefährten des verheißten Messias. Er hatte einen Abschluss in Medizin. Danach diente er auch in der Armee und arbeitete. Danach eröffnete er eine Klinik in Rabwa und half so den armen Menschen. Die Bedürftigen haben sehr viel von seiner Klinik profitiert. Er hatte die Möglichkeit, in der Khudam Lemdi und in der Ansarullah zu dienen als Mohtamim und Guide. Seit er in Amerika war, hatte er die Möglichkeit, als nationaler Sekretär Talimul Quran zu dienen. Er hatte einen beispiellosen Kontakt zum Khilafat. Er war eine auf Gehorsam und Liebe basierende Beziehung. Auch ich habe gesehen, wie er sehr den Kontakt zu mir pflegte und zum Ausdruck brachte, nachdem ich zum Khalifen wurde. Bei jeder Aufgabe schrieb er mir immer für Gebete. Für die Abteilung Talimul Quran hat er auch große Mühe und Leidenschaft gearbeitet. Seine Ehefrau Deswanasab sagt, er hatte eine grenzenlose Liebe zum Heiligen Koran. Der Rezitation ging er sehr gewissenhaft nach, auch im Auto sitzend bzw. während einer Reise rezitierte er den Koran entweder selbst oder sagte seinen Kindern, den Koran zu rezitieren und ihn vorzulesen. Dabei korrigierte er sie auch. Seine Tochter Salmana sagt, auch nach meiner Hochzeit rief er mich regelmäßig an und brachte mir die Übersetzung des Heiligen Koran bei. Und in den Ferien lehrte er selbst seinen Enkel den Heiligen Koran. Eine weitere vorzügliche Eigenschaft von ihm war, dass er sich bei jedem kleinen oder großen Fehler direkt um Verzeihung bat. Er sorgte sich auch stets darum, die Neukonvertiten zu freudigen Anlässen einzuladen und legte dies auch seinen Kindern nahe. Sein Schwiegersohn Mirza Nabil Ahmad sagt, er begegnete jedem mit Liebe und Sanftmut, verrichtete alle Gebete in Gemeinschaft, animierte uns dazu, den Heiligen Koran zu rezitieren und tat dies auch selbst. Während der Corona-Zeit versammelte er alle in seinem Haus, um das Gebet in Gemeinschaft zu verrichten. Er sagte stets, wenn wir ein Problem haben, sollen wir dem Kalifen der Zeit schreiben. Seine Tochter schreibt, Mufleha ist ihr Name, er sagte uns immer, denkt immer positiv, vertraut auf Allah, seid gütig zu euren Mitmenschen, zeigt Demut und beseitigt eure Fehler. Auch seine Nichte beschreibt die frommen Eigenschaften von ihm und schreibt zusätzlich, jede Person, die zur Beileidsbekundung kam, sagt, dass er sehr sanft sprach und ein großzügiges Wesen war. Herr Farhad Rana Sahab ist ein Missionar, schreibt, ich kenne ihn, seitdem ich 15 Jahre alt war. Er hat mich in die Gemeinde eingebunden und seinetwegen habe ich auch das Waqf abgelegt. Herr Chaudhry Wasim Ahmad Sahab schreibt, eins gab uns der vierte Khalif im Jahre 1974 eine Aufgabe. Und der Verstorbene gab sich bei dem Projekt viel Mühe und zeigte große Demut. Manchmal arbeitete er die ganze Nacht daran. Er kümmerte sich sehr um seine Patienten und gab ihnen auch aus eigener Tasche Geld für die Behandlungen, sowie auch Geld für Medikamente mit. Er sorgte sich stets um Arme und war sehr gastfreundlich. Er war auch mein Cousin mütterlicherseits. Ich habe dies auch bei ihm zu Hause selbst gesehen. Während der Jalsa-Tage zeigten seine Mutter und sein Vater, also beide Eltern, große Gastfreundschaft. Wenn beide Elternteile fromm sind, erst dann hat die Tugend einen Ausweg auf die Kinder. Jedenfalls war Gastfreundlichkeit eine besonders herausragende Eigenschaft von ihm. In den Jalsa-Tagen zogen sie aus ihrem Haus aus und zelteten selbst draußen, während das gesamte Haus von ihnen mit Gästen gefüllt war. Genau diese Frömmigkeit ist auch in ihm übergegangen. Die zweite Erwähnung ist für Herrn Hassan Abdin Agha Sahib. Er war Syrer und befand sich aktuell in Kanada.
Er verstarb in den letzten Tagen im Alter von 80 Jahren. Sein Sohn Abdul Qadir Abdin schreibt, mein Vater wurde in eine sunnitische Familie hineingeboren und nahm dann die schiitischen Glaubensrichtungen an. Dann entdeckte mein großer Bruder Bashir Abdin durch den MTA-Sender die Jamaat. Er war berührt von den Ansichten und Erläuterungen der Jamaat in Bezug auf manche Angelegenheiten und wurde von der Ahmadi-Muslim-Jamaat überzeugt. Er besprach dies dann im Haus. 2 Monate lang liefen Diskussionen zwischen meinem Vater, meinem Bruder und mir, bis auch wir zufrieden waren und das Bärtformular ausfüllten. Weiter sagt er, mein Vater hatte auch einen Einfluss auf meine Schwestern, weshalb auch sie die Ahmadiyyat annahm. So wurde trat die ganze Familie in die Ahmadiyyat ein. Daraufhin wurde ihr Haus zum Zentrum der Gemeinde, von wo auch das Tabligh geführt wurde. Gebete wurden verrichtet, auch das Freitagsgebet. Er hatte auch die Ehre, als Vorsitzender, also Sadr der Jamaat, in Aleppo, Syrien zu dienen. Er verrichtete regelmäßig das Tahajjud-Gebet, studierte die Bücher der Jamaat mit großer Regelmäßigkeit. Er besaß große moralische Werte, hegte eine große Liebe zum Khilafat, respektierte Mubalighin sehr und führte ein sehr einfaches Leben. Er war sehr gastfreundlich. Seine Ehefrau, Frau Zubaydah, sagt, er besaß großartige moralische Eigenschaften, war ein großartiger Ehemann. Er half mir zu Hause auch beim Haushalt, pflegte ein liebevolles Verhältnis zu meinen Geschwistern und meinen Verwandten. Er wies die Kinder immer darauf dazu an, ehrlich zu sein, gerecht zu sein, die Menschen zu lieben und gastfreundlich zu sein. Er verrichtete regelmäßig das Tahajjud-Gebet und auch sein Chanda-Begeben beglich er pünktlich. Ein Enkelsohn von ihm studiert der Jamia Ahmadiyya. Er berichtet, mein Großvater war ein sehr demütiger, geduldiger und bescheidener Mensch. Ich habe in ihm die Regelmäßigkeit beim Tahajjud gesehen. Er rezitierte regelmäßig den Heiligen Koran, liebte alle Menschen und besaß auch die Besonderheit von großer Vergebung und Nachsicht. Murabbi Silsa Musa Shabur Sahib sagt, die Eigenschaft von Genügsamkeit war in ihm herausragend. Wenn er in finanziellen Schwierigkeiten war, bat er niemanden um Hilfe. Stattdessen spendete er sogar das etwas wenige Geld, was er besaß. Er wollte von keinem abhängig sein. Wenn er etwas einkaufen gehen musste, baten wir ihm einige Male, ihn mit dem Auto hinzufahren. Aber selbst im Winter lief er zu Fuß hin. Er sagt sogar in seinen letzten Tagen, als es für ihn schwierig war zu laufen, habe ich ihn in der Kälte vom Geschäft zu Fuß zurücklaufen gesehen. Er wollte keine Umstände bereiten, war ein sehr dankbarer Mensch. Hafiz Abdul Bhatti Sahib sagt, in der Verkörperung von Herr Hassan Abdin Sahib sehe ich die folgende Offenbarung des verheißenen Messias Salatu Salam wahr werden. Dass die Menschen aus Arabien zu dir kommen werden. Für dich wird bei den Reschaffen gebetet und den Arabern und den Bewohnern Syriens. Wenn er mich umarmte, sagte er, dass er mich liebe, dass ich aus dem Volk des verheißten Messias stamme. Wenn der Name des verheißten Messias erwähnt wurde, sagte er immer wieder, Friede sei auf ihm, und bekam Tränen in den Augen. Er sagte, dass während heute überall Rauch verbreitet ist, wurde uns in dieser Zeit der wahre Islam durch den verheißten Messias gezeigt. Er liebte das Khilafat sehr. Möge Allah ihm vergeben und gnädig sein und seine Ränge erhöhen. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Usman Hussein Mohammed Khair Sahab. Er verstarb in den vergangenen Tagen im Alter von 60 Jahren. Er lebt in Saudi-Arabien. 2007 lernte er dort die Jamaat durch MTA kennen und legte dann das Bärt ab. Er war eigentlich Sudanese. Dann kehrte er in den Sudan zurück. Zu Hause brachte er einen Satelliten an und begann seiner Familie und Geschwistern zu predigen. So nahmen seine anderen Verwandten die Ahmadiyyat an. Dies waren seine 3 Brüder, eine Schwester
und seine Frau und Kinder. Da er zuvor keine Antwort zu seinem Brief des Bert, also des Bert angenommen wurde, erhielt, schrieb er zusammen mit seinen Geschwistern erneut einen Brief des Bert. Als er die Antwort erhielt, war er beruhigt. Sein Haus war die Zentrale der Jamaat in Sudan. Dort wurde das Freitagsgebet verrichtet, MTA geschaut und die Lektüre von Hadith und des Heiligen Koran fand statt. Es wurde stets das Tafsir al-Kabir gelesen. Für die Jamaat auszugeben, dazu besaß er ein großes Herz. Er freute sich sehr über die Ankunft von Ahmadis. Nie fragte er die Jamaat für finanzielle Aufkommen. Er zahlte immer aus eigener Tasche. Genauso hatte er nie ein Amt in der Jamaat angenommen. Wenn er gebeten wurde, ein Amt zu übernehmen, wies er an dies den jungen Menschen zu geben, da sie viel aus der Arbeit lernen konnten. Auch die Ehefrauen und Kinder des Verstorbenen dienen, so wie er. Eine Tochter ist Ärztin und der Sohn dient in der Abteilung Finanzen. Bis jetzt wurde sein Haus als Zentrale genutzt. Doch nach dem Ausbruch des Bürgerkrieges sind die Menschen in unterschiedlichen Gegenden gezogen. Der Kontakt ist abgebrochen. Er hat bereits vorgewiesen, für ihre Lage zu beten, dass sie sich bessern, damit diese Jamaat wieder zusammenleben kann. Den Hinterblieben gehören neben der Ehefrau zwei Söhne und zwei Töchter. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Mohammed Zahrabi Saab aus Algerien. Er ist in den vergangenen Tagen im Alter von 58 Jahren verstorben. Der Sadr Jamaat schreibt: Der Verstorbene war ein Krebspatient. Er liebte die Jamaat sehr, war sehr gastfreundlich und liebte das Khilafat. Er war im Militär angestellt, freute sich sehr, wenn Freunde zu ihm nach Hause kamen. Trotz Armut war ihm gegenüber sehr gastfreundlich. Er musste sich auch Gerichtsverfahren stellen. Der Richter fragte ihn: Wie kann so ein Algerier wie Sie einen indischen Mann folgen? Daraufhin sagte er: Wie kann sich ein Land wie Algerien vor einem indischen Mann fürchten? Das heißt, wenn ihr also Imam Mahdi als minderwertig anseht, Gott bewahre, wieso fürchtet ihr ihn denn so sehr? Genau das ist auch der Zustand heutzutage der Mullahs. Wenn sie keine Furcht haben, wieso lassen sie uns dann nicht offen unsere Worte darlegen? Wieso verhindern sie unser Tabligh? Sie fürchten es, denn unsere Worte sind wahr und die Leute werden sie annehmen. Deshalb bringen sie Lügen und falsche Fakten mit der Jamaat und dem feisten Messias in Verbindung. Über seine Bindung zur Khilafat schreibt er: Als Hasur uns anwies, die Gemeinde in Algerien als Spendenorganisation zu registrieren, dachten manche Leute, dass man das nicht tun sollte. Doch er sagte: Wenn die Anweisung des Khalifen der Zeit gekommen ist, dann stoppt zu diskutieren und setzt es um. Dann sagte er dem Vorsitzenden der Gemeinde, dass sie an seiner Seite sind und er solle den Schritt gehen. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Said Ahmed Vraj Saab, den Sohn von Herrn Abdul Hay Vraj Saab aus Rabwa. Er verstarb in den vergangenen Tagen. Sein Urgroßvater väterlicherseits brachte die Ahmadid in seine Familie. Er war ein Gefährte des feisten Messias. Laut dem Nazarete Murayama fanden gegen ihn auch Strafanzeigen stand. Er wurde grundlos der Verleumdung des heiligen Propheten beschuldigt, weshalb er verhaftet wurde. Jedenfalls fand ein Gerichtsverfahren statt, an dessen Ende er dann freigesprochen wurde. 3 Jahre und 2 Monate musste er im Gefängnis verweilen. Doch die Feindschaft war so stark, dass er trotz Freispruch nicht zu sich nach Hause kehren konnte und blieb dahin Rabwa. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Shahbaz Gondal Saab, dem Sohn von Herrn Ahmed Gondal Saab. Auch er war aus Rabwa. Heutzutage befand er sich in Holland. Er verstarb in den vergangenen Tagen auch in Holland. Auch in seiner Familie wurde der Grundstein der Ahmadiyyat durch seinen Großvater väterlicherseits, Herr Hoshi Mahmud Saab, aus Nawabshah gelegt. Dieser hatte zur Amtszeit des zweiten Khalifen das Bett abgelegt. 1992 hatte er auch die Ehre, in Sirane Rahimol, also inhaftiert auf dem Weg Allahs zu sein. Er wurde in Kotri verhaftet. Es wurden Unschuldigungen der Verleumdung des Propheten und der Predigt gegen ihn erhoben.
Das Gerichtsverfahren lief etwa 10 Monate. Später wurde er zwar freigelassen, er wurde zwar nach 2-3 Monaten aus dem Gefängnis entlassen, doch das Gerichtsverfahren belief sich auf 10 Jahre weiter. Er verrichtete stets das regelmäßige 5-malige Gebet und das Tahajjud. Bei den Aufgaben der Jamaat war er stets in vorderster Reihe. Egal welche Aufgabe ihm aufgetragen wurde, er erfüllte sie mit großer Freude. Möge Allah all die Verstorbenen vergeben, ihn gnädig sein, ihre Ränge erhöhen. Nach dem Freitagsgebet werde ich auch das Totengebet für sie alle verrichten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر